Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schon wieder ein Real Talk Video. Und zwar wollte ich heute über das Thema Meditation sprechen, weil ich immer wieder im Coaching damit konfrontiert werde, dass Mamas halt sagen, ich kann nicht meditieren oder ich bin zu unruhig zu meditieren. Und es ist ja, das habt ihr vielleicht auch schon sogar mal gehört, den Satz, gerade dann, wenn man sagt, man ist zu unruhig, um zu meditieren, sollte man ja gerade meditieren, weil Meditation hilft, zur Ruhe zu kommen und auch diese Unruhe in den Griff zu bekommen. Und deswegen wollte ich heute mal so ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen, auch wie das bei mir am Anfang so war und warum und wie ich eigentlich meditiere. Also so meine ganz, ganz ersten Erfahrungen hatte ich so mit 17, 18. Als es so mit meinen Kopfschmerzen losging, habe ich dann auch so vom Neurologen empfohlen bekommen, hier so Muskelentspannungsübungen und halt Meditation und so ein Krempel und habe das damals auch ausprobiert und das ging gar nicht. Ich habe das damals so angeleitet über CDs, halt irgendwie random irgendeine CD mir geholt und das damit ausprobiert und das ging halt gar nicht. Also mir wurde schon übel vom Atmen, also schon dieses tiefe Ein- und Ausatmen wurde mir tatsächlich schon schwindelig davon und das hat, also da hatte ich auch, weiß ich nicht, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es, glaube ich, so 2-3 Mal gemacht. Und dann habe ich es sein lassen. Also ich kann das absolut verstehen, dieses, nee, das ist nichts für mich und das mache ich dann auch nie wieder. Kann ich absolut nachvollziehen, weil das bei mir halt früher auch so war. Aber rückblickend kann ich sagen, falsche CD, falsche Vorstellung davon, falsche CD. Es war wirklich tatsächlich, es hat einfach nicht zu mir gepasst und man kann auch nicht von 0 auf 100 anfangen. Also ich kann nicht erwarten, wenn ich das noch nie gemacht habe, dass ich mich jetzt plötzlich 20 oder 30 Minuten da hinlegen kann und das vollkommen toll finde. So, und dann habe ich es halt einfach aber komplett sein lassen und bin immer durch die Welt gegangen. Nee, Meditation, das ist nichts für mich. Das kann ich nicht. Ich habe immer gesagt, das kann ich nicht. Ich kann nicht an nichts denken, habe ich auch mal gesagt. Aber man muss gar nicht an nichts denken. Also man muss sich auch nicht so diesen Druck machen. Es ist ja auch nicht, Meditation bedeutet ja auch nicht, sich da eine halbe Stunde hinzulegen, zu atmen, Musik zu hören und einfach an nichts zu denken. Also so ist es ja auch nicht. Aber das musste ich auch erst lernen. Ich bin ja dann wieder mit dem, also ne, diese ersten Erfahrungen, das war quasi so 2007, 2008, denke ich mal. Und dann bin ich ja erst wieder Ende 2016 mit Meditation in Berührung gekommen und da habe ich ja dann auch wirklich richtig angefangen. Und da war natürlich auch erstmal die Frage, ja, und wie machst du das jetzt? Also damals gab es ja dann aber zum Glück schon YouTube und ich wusste, okay, da gibt es auf jeden Fall Meditationsvideos. Ich wusste auch, da gibt es auch so 5 Minuten Meditationsvideos. Und angefangen habe ich dann tatsächlich aber mit einer Meditationschallenge. Damals gab es nur eine auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch eine auf Deutsch gibt, außer meine eigene. Weil die halt auf Englisch war, habe ich dann ein Jahr später meine eigene auf Deutsch rausgebracht. Jedenfalls habe ich gestartet mit dieser Meditations-Challenge. Die ging 30 Tage lang und die waren auch so zwischen 5, maximal 15 Minuten, glaube ich, die Videos. Und damit habe ich angefangen. Das habe ich im November, glaube ich, 2016 gemacht. Und ja, da muss man sich halt auch erstmal überlegen, wann mache ich das. Und für mich war damals die beste Zeit, immer abends, wenn ich duschen gegangen bin, bin ich danach ins Schlafzimmer auf mein Bett und habe da das Video des Tages quasi gehört und die Meditation des Tages gemacht. Und da bin ich eigentlich zur Meditation gekommen. Also da fiel es mir auch überhaupt nicht schwer, mich drauf einzulassen, weil ich da mich im Vorfeld auch schon ein bisschen über Meditation informiert hatte und wusste, es ist nicht so dieses, du musst jetzt still sitzen, du darfst dich nicht bewegen, du musst auch unbedingt in diesem unbequemen Schneidersitz sitzen und du darfst an nichts denken. Also so ist es ja nicht. Also ich sitze zum Meditieren sehr, sehr selten im Schneidersitz. Ich mache das auch mal, aber eher selten. Zu manchen Meditationen ist gut zu sitzen, aber dann sitze ich tatsächlich auf einem Stuhl mit Lehne. Die meiste Zeit liege ich aber tatsächlich beim Meditieren. Das ist für mich einfach das Beste. Also mir muss nichts wehtun, mir muss der Rücken nicht wehtun, nur weil ich in diesem blöden Schneidersitz sitze. Zum Beispiel, ja, das kann man ganz individuell machen. Und bin dann halt auch dazu gekommen, wenn die Meditationen halt gut gemacht sind,
dann denkst du auch tatsächlich an nichts oder wirst immer wieder dahin zurückgeholt. Also ich sage ja auch in meinen Meditationen immer, man soll sich das so vorstellen, wenn jetzt ein bestimmtes Thema in deinem Kopf herumkreist, dass du das Thema auf eine Wolke setzt und dann lässt du diese Wolke vorbeiziehen. Oder auch immer wieder, das passiert mir auch immer wieder nach fast 3 Jahren Yoga, nach fast 3 Jahren Meditationspraxis, dass Gedanken kommen und ich da mal abschweife von der Meditation. Aber ich merke es relativ schnell und das ist halt so das Wichtigste, wenn du merkst, okay, meine Gedanken driften ab, entweder sich wieder auf die Stimme konzentrieren, die die Meditation leitet, oder halt aber einfach auf seinen Atem konzentrieren. Das ist so das Einfachste, einfach wieder aufs Ein- und Ausatmen konzentrieren und da kommst du weg von den Gedanken. Und in dieser Meditationschallenge habe ich halt auch diese ersten Erfahrungen gemacht von, mein Körper kribbelt ganz doll, wenn ich ihn entspanne. Ich kann mich halt wirklich, also das war für mich das Faszinierendste, wie extrem ich mich innerhalb von 10 Minuten entspannen konnte und wie ruhig ich danach war. Ich habe auch sofort in diesem ersten Monat eigentlich gemerkt, was es mit mir gemacht hat. Also, dass ich auch geduldiger mit den Kindern geworden bin, dass ich von Grund auf entspannter geworden bin. Also da waren es wirklich so diese körperlichen Merkmale, was man gespürt hat. Und weil mir das so gut getan hat, habe ich es halt auch weitergemacht und habe halt auch diese 30 Tage durchgezogen. Und danach wollte ich natürlich weitermachen. Ne? Also wenn man positive Erlebnisse mit etwas hat, dann möchte man da auch weitermachen. Und erst danach bin ich dann eigentlich mehr in die Tiefe gestiegen. Also dass ich dann auch Meditationen gemacht habe, die nicht nur meiner Entspannung gedient haben, sondern die auch was mit meiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun hatten. Also Meditation zum Beispiel, um Dinge loszulassen, um Menschen zu verzeihen. Dann bin ich auch dadurch zu Chakra-Meditation und zur Chakra-Arbeit eigentlich auch gekommen, was ich so sagen würde, immer noch das ist, was mich am weitesten gebracht hat und mir am besten tut, so Chakra-Meditation. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich Meditation sowohl als auch nutze. Also sowohl zur Entspannung, also wenn ich mal sagen muss, boah, ich bin gerade so aufgedreht oder ich wüsste, wenn ich mich jetzt hinlege, schlafen kann ich nicht, aber ich muss mich jetzt mal ausruhen, dann nutze ich Meditation tatsächlich dazu, um einfach mal den Körper zu entspannen, alles locker zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Halt dieses, wenn man halt sagt, ich bin zu angespannt für Meditation, dann halt dafür zum Beispiel zu nutzen, einfach mal den Körper komplett entspannen zu können. Und das kann man sogar mit offenen Augen machen. Also niemand sagt, dass du die Augen schließen musst, an nichts denken darfst am Anfang. Mach doch so einen Bodyscan und einfach mal mit den Gedanken durch den Körper gehen und einfach mal alles locker lassen und entspannen. Mega gut. Das war das, was ich am Anfang dann fast täglich gemacht habe. So eine Bodyscan-Meditation, weil mir das unglaublich gut tat, weil ich halt immer so extrem angespannt war, auch überall. Und dieses Lockerlassen mir dann sehr, sehr gut getan hat. Also zum einen halt wirklich so dieses Entspannung und zur Ruhe kommen und mal runterkommen. Und auf der anderen Seite aber Meditation auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ist für mich ein ganz, ganz großes Tool, um gegen meine Ängste voranzugehen, also um meine Ängste zu überwinden, um Blockaden zu lösen, um einfach, manchmal hast du auch so einen Tag, du bist einfach von Grund auf unzufrieden und da auch wieder in die Fülle einfach zu kommen. Also Meditation hilft mir auch, aus diesem Mangeldenken rauszukommen und wieder in die Fülle zu kommen. Oder aber, wenn du dich mit jemandem gestritten hast, das für dich zu verarbeiten. Wenn du was loslassen musst, da eine Meditation zur Unterstützung zu nehmen. Halt wie gesagt auch die Chakren mit Meditation zu aktivieren und diesen Energiefluss halt einfach wieder fließen zu lassen. Und gerade wenn man Meditation auch bei diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung halt benutzt und damit gewisse Dinge aufarbeiten möchte oder gewisse Sachen auch stärken möchte an sich, also kann ja Meditation auch nutzen, um die Selbstliebe zu stärken, das Selbstbewusstsein zu stärken, Selbstvertrauen auch zu stärken oder einfach auch sein positives Denken zu verstärken, dann ist das auch, wie ich schon im letzten Real Talk Video angesprochen habe, manchmal auch nicht so einfach. Also ich hatte schon die ein oder anderen Meditationserfahrungen, wo ich wirklich Rotz und Wasser geheult habe. Wo ich wirklich, wirklich während der Meditation viel geweint habe. Aber das ist nichts Schlechtes. Tränen sind etwas Heilsames. So, sie waschen etwas aus, könnte man auch sagen. Also zu weinen ist gesund, wenn es nicht jeden Tag vielleicht ist. Und das waren für mich auch meistens die intensivsten Meditationen, die mir auch am meisten gebracht haben.
Und mittlerweile ist auch so dieses ganz am Anfang hat man ja manchmal, wenn die Meditation halt angeleitet wird und du sollst irgendein Bild vor deinem inneren Auge entstehen lassen, was vom Meditationsleiter nicht vorgegeben wird, das konnte ich am Anfang nicht, da bis ich mich drauf eingelassen habe. Und mittlerweile bilden sich ganze Landschaften, ganze Geschichten automatisch vor meinem inneren Auge. Letztens habe ich eine Meditation zum inneren Kind gemacht, und dann so zum Ende hin war so, okay, wir lassen das jetzt hinter uns und wir wollen dem inneren Kind jetzt nochmal was Gutes tun. Und lass mal vor deinem inneren Auge entstehen, was dein inneres Kind jetzt braucht. Und da war ich dann mit meinem inneren Kind und das entstand einfach in meinem inneren, vor meinem inneren Auge. Ne? Das habe ich nicht forciert. Okay, das und das soll jetzt entstehen, das und das möchte ich sehen, mir vorstellen. Es war ein weißes Schloss da und ein riesengroßer Garten und es waren zig Tiere um mich herum, also Hunde und Katzen und Hasen und ein riesengroßes, schönes Pferd und so. Und das ist völlig, das muss man auch nicht hinterfragen. Das war halt das Mädchen, mit dem ich halt in dem Moment gearbeitet habe. Ne, mein inneres Kind brauchte das in dem Moment. Oder diese Version von mir brauchte das halt. So dieses weiße Schloss und den großen Garten und die vielen Tiere. Also es ist auch immer noch so dieses. Und da hat es dann mal wieder Klick gemacht. Als Kind, ich wollte immer einen Hund. Ich habe jahrelang darum gekämpft. Ich habe richtige Familiensitzungen einberufen, um meine Familie davon zu überzeugen, dass ich doch bitte einen Hund bekomme. Den Hund habe ich dann mit 18 bekommen. Aber wir hatten davor halt immer Fische und Katzen und Meerschweinchen und so. Also Tiere waren auch immer ein fester Bestandteil meines Lebens als Kind und auch heute noch und werden zum Glück auch endlich bald fester Bestandteil im Leben meiner Kinder. Was übrigens diese Meditation mich darin bestärkt hat, dass das die richtige Entscheidung ist, dass die Kinder jetzt ein Haustier bekommen. Und das kommt dann einfach, also am Anfang halt auch einfach nicht so viele Erwartungen haben, halt, dass man an nichts denken darf und dass das alles perfekt sein muss. Also ich sage immer, beim Meditieren gibt es kein richtig oder falsch. Gibt es einfach nicht. So wie es passiert, ist gut. Ich habe auch mal schlechte Tage, wo ich mich gar nicht auf die Meditation einlassen kann, weil ich halt wirklich zu unruhig bin. Weil mir halt irgendwas bevorsteht, wo ich sehr, sehr aufgeregt bin. Also ich mache das halt auch wirklich sehr gerne, wenn ich sehr aufgeregt bin. Aber dann fällt es mir auch schwer, in die Meditation zu kommen. Aber ich mache es einfach trotzdem, weil es mir trotzdem ein bisschen hilft. Und einfach auch den Druck und die Erwartung an sich selbst rauszunehmen. Wie muss es denn jetzt sein und wie muss es denn jetzt laufen und was muss es denn für einen Nutzen und für einen Effekt auch für mich haben unbedingt? Oder was erzählen denn die anderen, wie das so sein soll? Das halt einfach so ein bisschen rausnehmen. Und wie gesagt, das ist auch für mich tatsächlich schön, wenn ich weine. Dann weiß ich, oh, ich erreiche da gerade ganz, ganz viel. Ich löse da gerade ganz, ganz viel. Und ich liebe es auch zu meditieren, wenn ich schlechte Laune habe. Also es gibt so Tage, da kannst du nicht genau sagen, warum es so ist. Du hast halt einfach schlechte Laune und bist unzufrieden mit allem. Also man ist so in diesem klassischen Mangeldenken. Und dann mache ich da halt auch sehr, sehr gerne eine Meditation, die mich halt wieder in die Fülle bringt, die mir hilft, wieder positiv zu denken, wo halt auch mit stärkenden Affirmationen gearbeitet wird. Und dann mache ich das so 15, 25 Minuten und ich komme da wieder raus und bin ein ganz anderer Mensch als vorher, als noch vor 20 Minuten. Da war ich noch so. Und danach bin ich so, yeah, aber das Leben ist schön und mir geht's gut und wieso ging es mir eigentlich vorhin so schlecht? Und das ist doch das Beste und das Einfachste. Also wenn ich sage, mir geht's schlecht, ich möchte mich gern besser fühlen, sich eine Viertelstunde hinzusetzen und zu meditieren. Und da kommt es halt auch drauf an, ich kann auch nicht jede Meditation machen. Also es gibt Meditationsleiter, wenn wir jetzt mal bei YouTube ausgehen, ne? Da gibt es so viele Meditationsvideos. Manche Leute kann ich mir tatsächlich nicht anhören. Es gibt da auch einen sehr, sehr erfolgreichen Kanal. Ich kann mit der Stimme oder auch mit der Art und Weise, wie er Meditation anleitet, einfach nichts anfangen. Funktioniert für mich nicht. Und da habe ich so in den Jahren halt rausgefunden, okay, wen mag ich, mit wem kann ich gut, wo passt die Stimme auch. Und am Anfang wirklich, ich glaube, so das erste Jahr, vielleicht auch so die ersten anderthalb, 2 Jahre, habe ich wirklich maximal 15 Minuten meditiert. Also dann habe ich wirklich bei YouTube nach Kurzmeditationen gesucht und wirklich immer nur so kurze Sachen gemacht. Und erst seit so, weiß ich nicht, seit letztem Jahr vielleicht mache ich auch gerne mal so 30, 45 Minuten Geschichten. Und aber bei mir auch immer diese angeleiteten. Also ich habe in diesen 3 Jahren vielleicht zweimal eine Meditation gemacht, wo ich mich wirklich selbst in Meditation gebracht habe, nur mit Musik begleitet, sonst mache ich immer geführte Meditationen. Das mag ich einfach am liebsten. Und ich hatte jetzt letztens oder habe auch jetzt gerade wieder eine Mama im Coaching, die sagt, ah nee, Meditation ist nichts für mich, ich kann da nicht runterkommen.
Und gerade bei ihr, wenn ich ihr Thema auch gerade so sehe, wäre Meditation halt einfach perfekt, um so viel lösen zu können. Und deswegen rate ich einfach immer jedem dazu, mit Meditation zu beginnen. Und wenn man halt einfach mal, also meine Meditations-Challenge, die geht über 21 Tage, wenn man sich halt einfach mal 21 Tage das Ziel setzt, jeden Tag 5 Minuten zu meditieren. Also da sind auch die Videos wirklich so immer so um die 5 Minuten, wirklich auch nicht länger. Und dann mal zu gucken, was macht das denn mit mir? Also nicht so mit diesen großen Meditationen starten, gleich zum inneren Kind oder so, sondern einfach mal ganz locker und leicht anfangen. Oder jetzt, ich mache immer montags jetzt auf Instagram, gibt es neue Meditationen. Und da habe ich jetzt die Woche Montag eine Glücksmeditation gemacht, was auch so was super Simples auch für den Einstieg ist und eigentlich jedem ein positives Gefühl vermitteln. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man mit Meditation beginnt, dass man positive Erfahrungen damit sammelt. Und ich habe in der Vergangenheit jetzt, wenn Mamas so zu mir kamen und sagten, ich kann das nicht, aber ich würde gerne auch mit denen zusammen oder sie dabei unterstützt, dass sie A, Meditation als etwas Positives ansehen, also verstehen, was es mit ihnen macht und warum es ihnen gut tut, damit sie dann daraus halt auch eine Routine für sich integriert haben. Ja, jetzt habe ich wieder ganz, ganz viel geredet. Also schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, ob ihr regelmäßig meditiert, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, was so eure Erfahrungen mit Meditation sind, warum ihr vielleicht nicht meditiert. Und wenn ihr Lust habt, verlinke ich euch nochmal irgendwie da meine Meditations-Challenge und auch meine Playlist, wo ihr alle meine Meditation findet, die halt immer auch wirklich sehr kurz und knackig sind. Für den Anfang ist das super schön. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!